Ja, liebe Leute, wir sind dabei mit Pokémon Schild und wir sind im DLC mittendrin und betreten heute den Aufstiegstunnel. So heißt dieser Tunnel und ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Ich werde tatsächlich jetzt keine Pokémon fangen hier oben, sondern ich werde nur irgendwie gerade mal mit durchwaschen. Das heißt, warte mal, ich möchte das Kaumalat hier haben. Das wird ein richtig guten Drachen-Pokémon. Sie können. So, Level 65. Oh, warte mal. Ich hab ja mal meinen Pott, weil ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich hab ja kein Degi. Eins. Zwei. Drei. Das bleibt hier. Und zwar instant im Pokéball. Das ist wichtig gewesen. Level 60 Stalo. Boah, okay. Mein Team. Ich tausche es jetzt mit Stalobor. So. Das war jetzt eigentlich der Plan in der Sache und wir machen hier oben weiter. Gucken, was jetzt hier erwartet war. Schau mal, geht's hier weiter, aber es war das Item nur mitnehmen. Oh, ein Mondschein. Cool. Okay, ich denke, dass wir immer weiter höher müssen. Oh, ein Shadrago. Ich persönlich hatte eins schon. Ich habe das damals ja gefangen mit dem ersten DLC. Okay, dann müssen wir also noch weiter hoch irgendwie. Ja, Schneegipfelfahrt. Können wir hier? Oh, ist das ein Montenegro? Ich ärgere mich gerade, dass ich meinen. Doch, ich habe meinen. Doch, müssen wir jetzt sogar noch haben. Was haben wir hier? Ach, es ist Slumdum. Doch, ich habe ja Pokémon Schild, hatte ich das ja. So, dann machen wir das letzte Legi, so wie ich das sehe. Die Frage, was erwartet uns hier? Jedenfalls einige Martinet war. Ich guck mal gerade, ob ich einen Welt machen kann. Bodenpsycho, Bodenpsycho, Bodenpsycho. Brauchen wir gerade nicht. Die Sterne Welt ist das zumindest. Ich will jetzt nicht gucken, wie ich hier hochkomme. Da oben ist noch irgendein Gebäude, was vielleicht nicht so ganz unwichtig ist. Kronentempel. Okay. Dann gucken wir uns heute mal im Kronentempel rum. Wobei ich gerade eine Vermutung habe, welches Pokémon hier gleich auftaucht. Ich habe eine starke Vermutung gerade, welches Pokémon das ist. Irgendwas beobachtet uns da. Okay. Es kommt dir vor, als hätte ich bis eben irgendwas beobachtet. Okay. Nur die Frage ist, was hat uns dort beobachtet? Hier ist noch ein Item. Oh, die Frage ist, wie komme ich da hoch? Außen rum oder was? Was war das Ding hier mit? Ich glaube, lieber ist es. Okay, umgucken ist hier gerade nicht. Also ich krieg die Kamera nicht gedreht. Sorry. Die Frage ist, was ist hier? Also ein Baum, ja klar. Das sehe ich jetzt auch gerade. Aber die Frage ist, muss ich hier irgendwie irgendwas machen?
Gut, schauen wir jetzt hier irgendwo einen Eingang. Ich denke mal hier links oder so. Ne, ist nicht. Irgendwas zu sein. Eine Schale. Aber die Frage ist, hä? Okay. Ach, hier oben geht's weiter. Hoch. So, jetzt nehmen wir mal das Item hier oben mit. Und das ist die TP 11. Okay, Nese. Okay. Ah. Große Frage. Schau mal, kommen wir hier ran nicht weiter. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir könnten im Grund haben irgendwas machen, aber schau mal. Fehlt uns da noch so ein bisschen was. Also die sieht schon krass aus. Ich glaube, da hinten, wo der Baum ist, da müssen wir, glaube ich, hin noch irgendwann. Wie viel wollen wir morgen enden? Tschüss. Eieiei, das ist ja eng. Okay, dann müssen wir also tatsächlich hier wieder durch, zurück zum Aufstieg, durch den Aufstiegstunnel. Ah, schade. Ich hätte es gern gemacht. Ich muss mich da auch wieder ein bisschen erkunden, wie ich da irgendwie weiterkomme. So, dann nehmen wir mal das Ding hier mit. Das ist ein AP-Plus-Fläschchen gewesen. Eine Schutzbrille. Schade, schade, wirklich schade. Aber ich habe den Punkt jetzt aktiviert, das ist der Vorteil, dass wir hier also dann sehr wahrscheinlich. Warte mal, was ist denn das für eins? Ach, das ist wahrscheinlich ein riesiger. Ne, ist Watt. Ach, das sind diese Watt-Pokémon, ne? Ja, ja. Das sind diese Watt-Pokémon. Ich muss mich jetzt so gerade ein bisschen orientieren. Dass das hier ein Item ist. In erster Linie mal ein Granitstein. Ah, Okara! Hau ab! Mir fehlen jetzt auch allgemein noch die Idee, wo die anderen meinen Legis sind. Also, war das der letzte Regis? Zwei fehlen ja uns noch. So, hier standen wir ja. Den haben wir ja schon fertig zum Camping. Ja, das Problem ist. Ich habe keine Ahnung, was mich hier so erwartet, ne? Gut, da waren wir schon. Der Vorteil ist, dass wir das Ding schon aktiviert haben. Das heißt, ich mache mich jetzt hier runter auf, wahrscheinlich. Ja, ich mache jetzt wahrscheinlich. Ich vermute, es ist Baldsee. Ich vermute, es ist diese Höhle hier sein wird. Ich mache mich mal da runter auf, damit ich da mal weiterkomme irgendwie ein bisschen. Also hoch sind wir jetzt, runter fahren wir jetzt durch. Gut. Soll ich jetzt irgendwas falsch machen? Ja, wir sind wieder hoch runter. Unterwegs, ich mache mich mal da runter. So, da gehen wir lang. Und hier, gerade da unten. Was ist da unten lang? Aber da über den Fluss kommen wir ohne Probleme mit dem Fahrrad. Oh yeah. So, gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Halt, 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 halt. Das werde ich jetzt irgendwas machen. Ich fahre mal da hinter dem Baum.
Ich versuche da zumindest hinzukommen. Sorry, Nidoran, ich möchte jetzt gerade nicht haben. Das war Level 62, aber die will ich nicht haben. Richtig über den Fluss hier. Da sind. Ja, hier ist nämlich der Baum. Ein Monago. Ne, Balgo und Monagoras. Das ist eine von den beiden jedenfalls. Eigentlich auch alles Fossil-Pokémon. Kramor. Da ist die nächste Höhle. Okay, dann werde ich mir da mal ein bisschen angucken. Das ist jetzt die Baldsee-Höhle. Die dich auf Sibiris. Uafnir. Ich hab einen Leuchtstein. Alter, Stollers. Verdammte Kacke. Muss ich hier lang. Ja. Über den Stahl-Pokémon und. Die Frage ist, wie komme ich hier raus? Baldsee-Ufer. Ich glaube, die Tour ging jetzt gerade ein bisschen darum, mal sich zu erkunden, wo ich überhaupt dran bin. Okay, von da oben sind wir ja gekommen. Vielleicht machen wir es heute wahrscheinlich eher auf. Was ist hier wo die gerade? Kann das sein? Na gut, über die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, sind jetzt gerade Pokémon, die uns jetzt tatsächlich vom Level her deutlich überlegen sind. Und das heißt überlegen? Ja, ich weiß nicht. Die Idee ist natürlich halt, ne? Elfen. Ich dachte, ich könnte sowas auf meine Kunst noch zwischenspeichern. Weil ich das eigentlich gerne in der nächsten Folge mal angreifen würde. So. Was hier? Das ist doch nicht etwa. Doch, das sind doch Labrados und Zapdos gerade oder nicht? Sonderform von, ja, doch. Ich vermute, bei dem Tempel wäre Arctos gewesen. Ne, Arctos ist das da. Die sehen ja krass aus, die Sonder, diese Vögel. Ups, die haben uns entdeckt. Scheiße. Upsi. Okay, sie verschwinden zumindest mal. Okay. Ich glaube, wir mussten sie tatsächlich erst aktivieren, damit sie an ihren Punkten da sind. Piep, 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 piep. Ja. Hallo, ich bin Joni. Ich hatte mal eine Frage. Oh, warte kurz, im Fernsehlauf gerade heißt ja Neuigkeiten. Offenbar wurde in manchen Teilen der Region gestellt, haben wir Funke-Pokémon gesichtet. Ein Pokémon Spitzenfedern hält sich anscheinend in der Naturzone auf. Ein Pokémon Flackern, Flammen soll zur Rüstungsinsel geflogen sein. Wo das anmutiges Exemplar flattert, wurde in den Kronenschildern umher. Das sind ja Vogel-Pokémon aus meinen Notizen. Das alles wirklich stimmt, taufe ich dieses bitte auf den Namen.
zwanghafte Sichtung. Legendäre Vögel am kolossalen Baum. Huch. Jetzt hab ich ganz gerade vergessen, warum ich mit dir sprechen wollte. War nichts Wichtiges. Bis dann. Man hört sich. Okay, die Frage ist, wie läuft das jetzt? Der vermeintliche Stand der Dinge in den Legenden Notiz 3. Legendären Vogel-Pokémon. Wenn die Sonne im Zenit steht, schaut sie auf einen Baumriesen und blättern wir aus Feuer, dessen geistig geflügelten Legenden wir einfinden. Das magische Pokémon findet sich in den Naturzonen, das schwarze Pokémon alt auf der Rüstungsinsel und das lila Pokémon blieb in den Kronen Schneelanden. Die Frage ist, ist das der Baum, den wir da oben schon gesehen haben? Weil, wenn, ich glaub, da kommt man nämlich sogar her. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich auf der Karte was bemerken kann. Ja, da oben waren wir nämlich schon. Das ist der Kronentempel. Das wird doch leider das letzte Regi. Sohle des Giganten. Ah, okay, dann ist das hier das. Vermutlich. Die Sohle des Giganten ist vermutlich die... Warte mal, es ist ja Bett des Giganten und so, ne? Ja. Okay. Gut. Ne, alles gut, dann passt das. Weil dann ist hier die Sohle des Giganten. Da haben wir dann nämlich... Wir sind ja hier runter. Vermutlich. Genau, Bett des Giganten, dann sind wir nämlich da runter. Okay, dann passt das ja. Okay. Weil wir ziemlich nur stracks hier runter sind. An den Fluss sind wir hier rüber. Ja, und dann hätten wir hier nämlich irgendwo links abbiegen müssen. Und dann können wir uns da nämlich das nächste Regi fangen. So, dann müssen wir nämlich hier irgendwo hier links runter. Soweit ich das verstehe. Und dann ist hier unten irgendwo der nächste Tempel. Ich hoffe, dass ich mit meiner Antwort gerade richtig liege. Genau, Sohle des Giganten. Das war schon irgendwie so richtig. Hier laufen krasse Pokémon rum, muss ich sagen. Lass mich hier rein. Rauschende Höhlen. Toppedor! Ah, ich würde so gerne hier Pokémon ohne Ende fangen. Aber das ist gerade so ein bisschen nebensächlich, muss ich ehrlich sagen. So, okay. Gucken wir mal. Gut, hier geht's hier weiter wahrscheinlich. Keifel, gut, Keifel haben wir schon. Schollenmeer. Da ist ein Item. Das ist die Ticket 92 Zauberschein. Was bist du für eine? Wusstest du, dass man Galanuszweige zu einem hübschen Kranz flechten kann? Wenn wir 15 Galanuszweige... Hast du schon so viel? Okay. Damit kann man dann das Fleckmon entwickeln, das Gala-Fleckmon. Später zu Lashoking, glaube ich, hier. Und auf der Rüstung sind wir, glaube ich, zu Lamus. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, wenn ich... Ich hatte es irgendwo gelesen. So, ich gucke mal gerade, wie ich hier weiterkommen kann. Ich muss mich ja ein bisschen... Genau, hier hinten sind wir nämlich jetzt.
So. Okay, dann müssen wir mal hier runter, weil... ja, das Problem ist, dass ich jetzt tatsächlich gerne... Eigentlich fehlt mir noch ein Regi und das hätte ich gerne zumindest noch zu befangen. Aber das ist gut, dass wir zum Beispiel schon Arktos Lava das Zapdos aktiviert haben. Die Frage ist, wo befinden sich die? Also ich, Arktos vermute ich, dass es da oben auf diesem Eisenbaum, auf dem Eisbaum ist. Da, wo wir nämlich mal kurz reingeschnallt haben, quasi. So, das hat auch schon seinen Vorteil, dass wir das Ding schon... Das war nämlich jetzt nochmal hoch. So, ich guck mal gerade wie eine Karte. Ah, da muss man fahren. Na super. So, okay, dann müssen wir nochmal zurück. Ich hatte sie nicht im Markt. Also geradeaus eigentlich immer nur. Also ist auf die andere Seite. Das hier ist der uralte Friedhof, den wir eigentlich schon mal auf der Karte angeschnitten haben. Das sind wir also quasi richtig. Eine Pokémon-Pokémon. So, das ist Giganten. Das heißt, wir machen uns mal spazieren durch. So. Also immer weiter geradeaus. Also wir sind irgendwo dahin irgendwo falsch abgebogen. Ach, da hinten. Das ist was. Hä? Ah, ich finde die Spucke nicht so viel. Karte. Das haben wir ja schon gemacht. Das war ja ziemlich am Anfang. Mit Restil. Ich bin nämlich verfahren. So zur Hölle. So, immer weiter. Warte mal. Wir kommen ja von da hinten. Das heißt, wir müssen da wieder hin. So, bitte, das Giganten. Ich muss ja hier runter irgendwo. Wir waren eigentlich schon am richtigen Schirm. Wenn ich es richtig gesehen habe. So, okay. Dann müssen wir da wieder runter. Kalter Moment. Ja, ja, klar. Wir müssen da halt jetzt eigentlich wieder nur geradeaus, aber... Da unten ist der, ist es der Fluss, den ich meine. Nein. Ah, da habe ich das gerade. Stehen wir nicht mal. Ist das der Fluss, der hier rumgeht oder was? Das ist ja der Fluss zu dem Baum, ne? Na gut, dann versuche ich das ja noch nicht. Arktos, oder? Komm mal hier. Dann muss ich das hier wieder ab, oder? Habe ich jetzt gerade richtig gesehen, dass das jetzt Arktos hier unten ist? Na, hau nicht ab. Warte mal, dann bist du da oben.
Ja, super. Und du bist jetzt natürlich wieder abgehauen. Eine Fluchttasche, okay. Schade. Ich hätte das fast erwartet. Gut, dann machen wir trotzdem mal Feierabend. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann versuche ich mich mal ein bisschen schlau zu machen, was die Wege angeht, weil ich selber auch hier ein bisschen mit wenig Plan durchkomme. Und ich hätte mir gerne tatsächlich das letzte Regi noch gefangen. Das machen wir dann aber, wie gesagt, versuchen wir es in der nächsten Folge rauszufinden. Bis dahin und